Und damit willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Ja, Folge Nummer 5. Nach ewig langer Zeit. Also, mir kommt es zumindest so vor. Klar, wir hatten einiges zwischendrin. Folge Nummer 5. Oh, die Maus geht aber sehr sensitive. Laut Kane wurden die Datenträger teilweise beschädigt. Sie ist fast damit fertig, die Aufzeichnungen aus den Überwachungskameras der Station zu extrahieren. Wegen der Sache mit Gojolan. Da hatte ich keine Wahl. Wir mussten die undichten Stellen schließen. Okay, warte mal. Boah, Mausempfindlichkeit 5. Nee, machen wir 2, oh. 30. 2,8. So. Ich weiß. Ja, ist scheiße. Ich weiß auch, dass die Immortals es nicht gern sehen würden, dass wir den Gurbruder gekillt und die Schwester verstümmelt haben. Kane sagt, was immer die Aufzeichnungen zeigen, wir müssen zu Taylors letztem Einsatzort, dem Epizentrum der ursprünglichen Katastrophe, zum alten Coalescence-Gebäude. Zum alten Coalescence-Gebäude, also. Da mal rin, in die gute Stube. So, welche hatten wir denn jetzt zum Schluss? Locus, ne? Ich kann es dir ehrlich nicht mehr sagen. Ehrlich nicht mehr sagen. Ach komm, wir nehmen die. Ist egal. Wird schon irgendwie passen. Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch. Nicht real. Wenn es das wäre. Aber es geht nicht nur um die Geheimstation und die Morde. King, sag ihm, was du weißt. Die Informationslecks breiten sich aus. Sie gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Coalescence-Anlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn geleert und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Ja, das glaube ich aber auch. Verschlüsselung. Epozentrum. Taylors Team hat auf ein Prioritätsalarmsignal reagiert. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Coalescence-Anlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Kane. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstapfen. Vielleicht finden wir da unten Antworten. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen. Es gibt mehrere Zugangswege. Echt? Aufteilen. Ja, du sagtest, einen kleinen Moment. Performance-mäßig, so. Alles klar. Das wollte ich natürlich nicht. Ich musste da aber klicken.
Hoi. Was ballert denn der Typ? Ist es eh hinüber. Boah. Fuck. Reloading! Da ist Hendrix. Da zahlen sich nur ein Gegner. So, was sind wir denn hier? War da noch einer drin, ne? Okay, der hat's verkrügelt. Alter. Hendrix? Sollte Schrott sein. Wie kann sie noch funktionieren? Tja. ASPs haben ein Verteidigungssystem, das eingehende Angriffe abwehrt. Schalte es mit zielgerichtetem Beschuss kurzzeitig aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. Trifft das Verteidigungssystem der ASP unter dem Kern. Verteidigungssystem offline. Triff sie mit dem Raketenwerfer, bevor es wieder aktiviert wird. Wo sind das scheiß Raketenwerfer? Verteidigungssystem weiter unter leichten Beschuss. Alter. Treff ihr Verteidigungssystem. Fast geschafft. ASP-Verteidigung deaktiviert. Feuer frei. Sauberer Treffer. Beeil dich. Griff das Verteidigungssystem. Verteidigungssystem offline. Kern destabilisiert. ASP ist ausgeschaltet. ASP. Alter, die Waffe. Okay. Hallo? Verbinde dich mit der Konsole. Ein schneller Hack sollte reichen. Das wird nie langweilig, was? Oh ja, der Tag ist voller Überraschung. Sei nicht nervös, das ist nur ein Reflex einer toten Programmierung.
Willkommen bei Coalescence, Ihrer Zukunft. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Gruppe an. Ich bringe uns rein. Diese Leichen sind schon einige Tage hier. Boah, muss vor dem Angriff auf die Geheimstation passiert bisschen sein. Sieht das nach Taylor aus, Hendrix? Vielleicht. Einzelschüsse in den Kopf. Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, aber ganz ehrlich, du musst wissen, was für eine dumme Frage das ist. Natürlich war das Taylor. Die CIA hat sie hergebracht, weil diese verdammten Trottel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Mach dir nichts draus, Kane. Ich hab bloß miese Laune. Ich orte eine EMF-Quelle in der Nähe. Wie ein kleines elektronisches Gerät. Könnte bei einer der Leichen sein. Hab es. Lade Daten hoch. Was Nützliches? Die Plünderer hatten nicht bloß Glück. Sie haben einen Tipp von der CDP bekommen. Warum schmeißt du das weg? Oh. Aktiviere Aufklärungsdrohne. Nachricht erhalten und verstanden, Hendrix. Synchronisiere die Kartenkoordinaten der Drohne mit deinem HUD. Hey. Du weißt doch, man starrt besser nicht zu lange in einen Abgrund. Los. Bleib an der Kante. Los. Da geht es tief runter. Ich gehe vor. Yeah. Diese Aufzeichnungen der Morde. Glaubst du, die waren gefälscht? Ich kenne Taylor schon sehr lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das war. Nicht auf diese Art. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Trotzdem, das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten sie da mitmachen? Wir gehen der Sache auf den Grund. Egal, was dabei rauskommt. Okay. Mist. Die verdammten 54i sind vor uns. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Schieß zuerst. Ich reagiere dann. Willst du uns in einen verdammten Kaninchenbau schicken, Kane? Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Okay, das war zu hoch. Willst du uns in einen verdammten Kaninchenbau schicken, Kane? Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Diese Situation beenden, bevor es noch schlimmer wird. Pass auf, wo du hintrittst. Der Ort ist etwas instabil. Echt? Also, ich finde das ja ganz okay. Das gehört zum Design. Vor allem, wir laufen schön über die Mitte anstatt am Rand lang.
Alter. Warum verhalten die Roboter sich so? Könnte eine Art Stromschwankung sein. Die Stromschwankung ist nicht normal. Die Tür ist offen. Drunter durch und geh. Kann da nicht rüber oder was? Ah, oh, warte. Ich halte das nicht ewig. Beeil dich! Oh, ich komme hier nicht durch. Beeilung, wir müssen waren, die Quelle des Signals finden. Wie nennt man das? So ein Archivmann oder so was? Gab's denn, glaube ich. Könnte jemand über die Systeme des Gebäudes die Roboter kontrollieren? Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Desaster noch Systeme funktionieren. Aber wir wissen nicht, was da unten ist. Laut Aufklärungsdrohne sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Nein? Hey, was zur Hölle? Hey, hey! Hendrix, sie haben euch anvisiert. Das ergibt keinen Sinn. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Triangulier mal ein bisschen schneller. Okay, schicke Aufklärungsdrohne vor. Du hebst das Teil weg, wie so ein Blech. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Bestätigt. Schnell, die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Kane, die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Negativ. Die Baupläne enden am Grund des Silos. Ohne die Drohne sind wir blind. Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Weiter. GPS-Koordinaten des Alarms sind direkt voraus. Munition. Danke. Alter. Boah-Affe. Kane, wir haben die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Überreste. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte. Ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor Taylor. Ja, ich glaube, hier will jemand was verbergen. Blutspuren führen hier lang. Was ist hier los, Kane? Was zur Hölle?
So. Bereich gesichert. Wir wissen nicht, was da unten ist. Kane, was ist mit diesen Robotern los? So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals da durchzufinden sein. Ich guck nochmal schnell was ab. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Ja, jedes Wort, das ich sage, hilft Ihnen, sich zu entspannen. Es gibt nichts zu befürchten. Denken Sie an einen ruhigen Ort. Hacke die Konsole. Ich, ja, was? Wieso machst du das nicht? Ich kann doch Waffenschutz geben. Wir müssen da rein. Ja, mach du das, komm. Ich gebe Waffenschutz. Ich hock mich hierher. Und sehe alles dann hier. Ach, du willst da hingucken? Kommt hier einer dann raus? Es hängt wieder an mir. Heilige Scheiße. Hendrix, überprüf die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Platten ziehen. Okay, Kane. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jason, war nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wenn er tot ist, wieso finden wir dann einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein, teilt uns einen Kontakt zu. Und wir stolpern über eine CIA-Operation? Macht das etwa Sinn? Was meinst du damit, Hendrix? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Okay. Alles okay, Hendrix? Ja, Kane, alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Hey, das kann kein Zufall sein. Gehen wir. Also die Kollegen liegen auf jeden Fall schon mehr als nur ein paar Jahre. Sichtverbesserung. Bestätigt. Ja, sehr gut. Ich messe Strahlung. Geht langsam. Sie könnte eure Optik und Kernsysteme stören. Hilf mir mal hoch. Vielleicht bekomme ich ja die Tür geöffnet. Wo bist du denn da? Na komm her. Was ist jetzt? Und wieso muss ich dir hochhelfen? Ja, klar. Du hast die Tür aufgekriegt, Hendrix.
Arme und Beine ersetzt habe. Ich habe sie nicht geöffnet. Ersetzt bekommen habe. Oh Gott. Hier drin sind noch mehr Testsubjekte. Das sieht schön aus wie eine Arena. Oh Mann, 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 Mann. Okay. Sie sind im Wasser! Das heißt was? Komme ich noch zurück? Nein. Oh, fuck. Sorry, Leute. Ja, klar. Scheiß Licht. Oh. Okay. Okay. Da geht's rein. Komm, 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 komm. Kane, Optik ist wieder online. Verstanden. Messe direkt voraus eine starke Stromschwankung. Hier drin sind viele Roboter, Kane. Ruhig. Lass dir Zeit. Kane, wurde von den anderen getrennt. Vor mir scheint der Serverraum zu liegen. Raus da! Direkt vor dir ist ein Ausgang! Alles klar. Das sieht hier immer mehr nach Waffenforschung aus, nicht nach Biotech-Labor. Was ist hier alles? Die Chemikalien, die bei dem Desaster freigesetzt wurden, wurden nie identifiziert. Wittert noch jemand eine Vertuschung? Shit, Alter. Wo ist der Typ? Wo ist Hendrix? Sorry, Hendrix. So, ich geh. Hörst du mich? Dias. Du musst das nicht machen. Das Blut an unseren Händen können wir nicht fortwaschen. Du weißt, wer ich bin. Ich bitte dich, umzukehren. Lauf weg. Kane, Dias meldet sich über einen sicheren Kanal. Tilla hat recht. Wir müssen der Welt die Wahrheit zeigen. Oh nein, er ist mit den Servern verbunden. Sende ihn Edith als Leiter für jede Info, die hier unten gespeichert ist. Er hat die Roboter gesteuert, ihr Schwarmbewusstsein kontrolliert. Er wird sein Gehirn überladen. Hör mir zu, wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen es stilllegen. Er überträgt gerade alles von diesen Servern direkt an unsere Feinde. Wir müssen diese Situation eindämmen. Dias! Hör auf damit! Was immer mit dir und den anderen geschehen ist! Du musst aufhören! Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben! Du kannst Dias nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihn zerstörst. Kane, ich bin oben im Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein DNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady.
Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Dias. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Kühlturm 1 freigelegt. Achten Sie auf den Klang meiner Stimme. Feuer konzentrieren! Zerstöre den Kühlturm! Entspannen Sie sich! Kühlturm 1 offline! Kern freigelegt! Ich stehe dann rein. Los! Komm schon! Und rein damit! Granate gezündet! Kane, hat es funktioniert? Ja! Zentralkern ist bei 66%! Okay. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen! Schnell! Ich werde hier überrannt! Rein. Tschüss. Erfolgreiche okay. Sprengung. Kane, bestätigen. Zentralkern runter auf 33%. Noch einer. Arbeite an Turm 3. Oh, gleich zwei. Stehen da unten wie im Scharen. Wir dürfen ihn nicht verlieren, Hendrix. Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich weiß. Das glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Das ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen. Sie verreisen bald. Scheiße! Kane, hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Er gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Super.
Sind sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ja, ja. Meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind da unten. Jagt es hoch! Was zur Hölle war das? Klingt nach Taylors neuen Freund. Ich wollte gerade sagen, wir sind hier auch noch irgendwo. Hendrix, in der ganzen Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! Du hast sie gehört! Verschwinden wir von hier! Überwachungsdrohne zeigt 54 Immortals auf der Oberfläche an. Sie sprengen das Gebäude, um euch zu ertränken. Geh da durch! Wir haben keine Zeit mehr! Den Überlebenden. Wir müssen wissen, wen Taylor eigentlich sucht. Ich scanne Hendricks Datenübertragung. Das dauert nur ein paar Minuten. Kane, ich hoffe, du hast einen Plan, weil wir hier gleich ersaufen. Okay, ich helfe euch. Öffne die Tür und flute das Labor. Was? Bist du irre? Nicht, wenn das klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay. Aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Los. Mist. Sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich. Nur noch ein paar Sekunden. Ich habe die Überlebenden identifiziert. Sebastian Krüger und Dr. Yusuf Salim. Alles zu seiner Zeit, Kane. Wir haben gerade größere Probleme. Hilf mir mal! Jetzt auf einmal. Was jetzt, Kane? Über dir. Ich markiere dein Hub, Hendrix. Spreng die Tür. Der Wasserdruck wird euch direkt aus dem Silo schleudern. Zu mir. Sobald ich die Tür sprenge, wird uns der Druck hier rausspülen. Mach einfach, Mann. Ich hab nicht ewig Sauerstoff. Etwas spät. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drum um. Wir müssen die Bomben aushalten. Die Brücke stürzt ein. Aus dem Weg. Wartet. Etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. Dein Sauerstoff fällt hingehen. Du musst schneller schwimmen. Ach nee. Zum Verarschen oder was? Dein Sauerstoff ist kritisch. Du musst schneller schwimmen. Sag mal. Achtung, da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu. Haltet Abstand. Es führt kein Weg drum um. Wir müssen die Bomben aushalten. Die Brücke stürzt ein. Aus dem Weg. Wartet, etwas stört meine Verbindung. Wir haben ein ernstes Problem. Dein Sauerstoff fällt stetig. Du musst schneller schwimmen.
Sauerstoff ist kritisch. Du musst schneller schwimmen. Los, los, los! Hoch, hoch, hoch. Pack sie! Oh. Alter. Bist du okay? Alles klar. Ja. Kane. Kane? Das ist übel. Diaz hat die Positionen aller CIA-Unterschlüpfe auf der Welt verraten. Diesen eingeschlossen. Die Überwachungsdrohne bestätigt. Die Immortals sind bereits hierher unterwegs. Wir können sie nicht aufhalten. Verschwindet aus Singapur. Halte durch, Kane. Wir holen dich da raus. Nun? Muss kommen. Ah, okay. Ja. Dann denke ich, das reicht erstmal für diese Folge zumindest. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.